Hallo zusammen. Während der Kollege im Hintergrund unser Material für die nächsten beiden Phasen ablädt, einmal kurz eine Zusammenfassung, was euch in diesem Video erwartet. Die luftdichte Gebäudehülle ist so gut wie gegeben, also zumindest mehr oder weniger. Das heißt, die Dampfsperre ist komplett angebracht und verklebt und der Innenputz ist auch schon angebracht und trocknet gerade. Und wir haben jetzt das Ziel, ich sag mal so Kammern zu schaffen aus Holz, in denen dann die Untersprachendämmung eingeklemmt werden kann, ohne dass die besonders viel zugeschnitten werden muss, dass sie nicht gestaucht wird und so weiter und dabei nicht die davor beschriebene luftdichte Hülle zerstört wird. Hier brennt jetzt alles, tut richtig weh. Noch ein, zwei Rigipsplatten. Aber das ist echt nicht ohne, das hier durch so eine Luke ohne Treppe hochzutragen. Nicht zu unterschätzen. Das Thema mit den beiden Baustellentoiletten kennt ihr bestimmt. Wir hatten Town & Country mehrfach aufgefordert, das Ding jetzt umzusetzen, von dem Grünstreifen, wo es vorher stand, nach innen, nachdem das alte weg war, weil sie keine Genehmigung haben für das Benutzen der öffentlichen Flächen. Das haben sie jetzt über 2 Wochen nicht getan und deswegen haben wir das jetzt selbst reingestellt. Wie ihr sehen könnt, haben wir mit der Decke begonnen. Das liegt einmal daran, dass wir die ersten Balken brauchten für die Vorbereitung für die Wandanschlüsse für den Trockenbau, den wir aus schalltechnischen Vorteilen vor dem Verputzer machen wollten. Und daran haben wir uns dann ausgerichtet, haben so eine Art Leere gebaut, dass wir dann die Abstände der Untersparrendämmung minus ungefähr einen halben Zentimeter haben, sodass die schön eingeklemmt werden kann und haben uns damit dann Stück für Stück vorgearbeitet. Das beste Vorgehen für uns war, dass wir die Latten immer rangehalten haben, mit natürlichem kleinen Abstand zur verputzten Wand oder sonstigen Bauteilen wegen Schallentkopplung und so weiter. Dann haben wir die Sparren angezeichnet. Da, wo dann die Latte aufhören musste, haben wir dann natürlich markiert, wo die Hälfte des Sparrens ungefähr ist, dass man diese nur 6 cm Sparren auch gut zur Hälfte benutzt, dass man dann auch wieder Platz hat, um die weiterführende Latte anzuschließen. Versteht ihr? Die markierten Positionen der Sparren auf der Latte haben wir dann vorgebohrt und die Latte mit einer Billo-Kappsäge einfach eingekürzt und die ist nach dem Haus auch komplett durch. Nach dem Vorbohren haben wir die Latte einmal gedreht, damit die Ausrisse nicht zur Folie zeigen, denn uns ist aufgefallen, dass wir die Latte immer so ein bisschen hin und her schieben, um die richtig auszurichten und wenn denn da die Splitter Richtung Folie zeigen, kann die kaputt gehen. Da wir etwas Geld sparen wollten, haben wir dünnere Latten genommen und die dann auch gedoppelt, um auf die Stärke der Untersparrendämmung zu kommen. Und da könnt ihr dann einfach die Reste nehmen, die im ersten Schritt übrig bleiben und die draufschrauben. Hauptsache, man erreicht die Stärke, um dann die Dämmung vor Stauchung zu schützen. Wir sind jetzt mit der ersten Seite so gut wie fertig. Die Gaube fehlt uns noch, aber da steht gerade unser ganzes Zeug, deswegen können wir da nicht weitermachen. Und jetzt machen wir schon mal die Vorbereitung für die ganze Seite. Auch hier arbeiten wir wieder mit dem Kreuzlinienlaser, wie immer eigentlich. Und bei dem ersten Stück Holz oder bei der ersten Latte, die direkt in die Ecke kommt zwischen Trempe und Dachschräge, ist ein bisschen Feingefühl erforderlich, denn wir wollen das Stück Holz so weit wie möglich in die Ecke packen. Wir müssen aber aufpassen, dass die Dampfsperre nicht kaputt geht, denn in den Ecken ist die vielleicht auch mal ein bisschen gespannt, weil die nicht perfekt verlegt wurde. Also der Putz hier oben, der trocknet echt so viel schneller als der unten. Da sieht man echt, da wo die Schlitze waren, da ist zwar noch feucht, aber zum Beispiel jetzt hier ist ja offen, wie man sehen kann, weil noch die Dämmung draußen ist. Das heißt, der Wind zieht hier mal durch, da ist einfach total trocken schon. Und hier halt nur da, wo noch viel nachgespachtelt wurde. Und wenn wir uns das Ganze unten anschauen, da ist noch ganz, ganz viel nass. Ich wollte mal noch ein bisschen auf unsere Konstruktion eingehen, die wir jetzt hier gebaut haben. Grundlage für das Ganze ist die Energiewertberechnung, also quasi der Wärmeverlust für das Haus und wie der gebaut werden muss, damit dann Schall und KfW-Standard halt erreicht werden können. Und zwar steht drin, dass wir eine 6 cm Untersparrendämmung benutzen sollen und dazwischen gibt es dann eine Holzkonstruktion. Das ist quasi die Info, die wir haben.
Dann habe ich mich schlau gemacht, was so für Hölzer, also es gibt ja nicht stufenlos jede Art Holz zu kaufen. Und die Dämmung hat ja eine bestimmte Stärke. Und das sind jetzt hier, diese Dämmplatten sind jetzt die von Rockwool, so eine Formrock, Klemmrock, ich weiß nicht ganz, blende ich ein. Und die haben ja eine bestimmte Breite und so, das heißt, die Breite oder der Abstand der Latten, der war gegeben und welches Format die Latten haben müssen, mehr oder weniger auch. Die müssen mindestens so breit sein, dass wenn ich Schrauben reinschraube, dass sie nicht aufsplittern. Und die müssen mindestens so stark sein, dass denn eben das Holz genauso dick ist wie die Dämmung. Dass wenn jetzt hier eine Konterlattung gegen kommt, dass das natürlich hier geschützt wird vor Stauchung und so. Weil Dämmung, die gestaucht ist, hat natürlich nicht mehr dieselbe Wirkung. Jetzt hatten wir das Problem, dass das Holz, was wir haben wollten, super teuer war. Und wir haben jetzt, also ihr kennt doch bestimmt diese ganz normalen Latten, 24 mal 48 mm. Wenn man diese Latten in noch größer und länger, also noch länger kauft, dann werden die irgendwann automatisch 3 mal 5 und wir haben jetzt hier eine Untersparrenstärke von 6 cm. Das heißt, 3 in der Stärke, ja, 3 cm in der Stärke mal 2 haben wir dann natürlich die Dicke hier. Wie wir die jetzt festgeschraubt haben, wir haben ja hier drunter die Sparren, ne? Die verlaufen ja hier. Das Fenster ist ja zum Beispiel zwischen zwei Sparren eingefasst. Die jetzt hier, diese Ecke, das ist Holz hier, ein Sparren. Und während wir die Unterkonstruktion, also die Untersparren halt festschrauben in die Sparren, machen wir ja Löcher in unsere Folie rein, die wir super sorgfältig vorher abgeklebt haben. Das heißt, wir wollen da keine Löcher drin haben. Es ist so, dass wenn ein Holz daran geschraubt wird durch die Folie und das ganze Press anliegt, dass das dann eine Abdichtung bewirkt. Das funktioniert aber nur, wenn es eben auch richtig Press anliegt und das kriegen wir hin, indem wir Schraubenmetallgewinde benutzen. Ihr seht, die Schraube hier hat jetzt ein Metallgewinde, was ungefähr so stark ist wie die Latte, die wir ranziehen wollen. Das heißt, das gibt nur Druck am Schraubkopf in Richtung Holz, weil sich die Schraube, also das Gewinde ja da reinzieht. Und wir haben halt kein Gewinde auf Höhe der Latte selbst. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht irgendwie groß randrücken beim Festschrauben. Die Schraube zieht es alleine an. Benutzt da gute Schrauben. Auch gute Schrauben sind jetzt in meinen Augen nicht wirklich teuer. Die ist jetzt 10 cm lang und hat einen Durchmesser von, muss ich mal schmulen gehen, 5 mm. Die kleinere Schraube, die wir dann benutzen, um die Latten aufzudoppeln, hat einen Durchmesser von 4 mm und ist 45 mm lang. Die Schraube sollte auch nicht viel länger sein als die Stärke selbst, weil wir haben ja gelernt, wenn wir die Folie durchpieksen würden, also angenommen, die Schraube wäre so lang, würden wir ja auf der Höhe dann in die Folie reinpieksen und da ist dann nichts, was irgendwie Presse anliegt oder so, sondern wir haben einfach nur durchgebohrt. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier eine Schraubenlänge wählen, die selbst wenn man sich mal vertut und ein bisschen schneller arbeitet, nicht ganz hinten durchguckt. Es bietet sich an, parallel schon mit dem Ständerwerk zu beginnen, denn da, wo das Ständerwerk stehen soll, muss denn zusätzlich zu den Latten, die wir da sowieso schon anbringen wollen, aufgrund der Dämmung, die befestigt werden muss, müssen ja auch noch die waagerechten Profile irgendwo dran befestigt werden. Das heißt, an den Stellen, vor allem dann im Bad zum Beispiel bei uns, kommen dann nochmal extra Latten hinzu. Dann wurde es auch schon Zeit für die ganzen Restarbeiten. Wir haben nochmal durchgesaugt und haben unsere Dampfsperre am Boden nochmal ordentlich abgeschlossen. Für diese Ecke hier habe ich eine Art Bauschaum gefunden, der auch luftdicht sein soll. Der ist von Fischer. Ich hoffe, mit dem Ganzen konnte ich irgendwem weiterhelfen und ich wünsche einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ciao.